zweite Ansage. Vielen Dank, liebe Anwesende, die Sie hier sind. Im Gegensatz zu den Abwesenden, die wir nicht hier sind, macht nichts. Na, ihr Pech, haben Sie was versäumt, gell? So, ja, manche kennen mich vielleicht. Wie Frau Rossmann schon gesagt hat, mein Nachname ist Kickel, ja, das ist nicht zufällig, sondern tatsächlich genetische Verwandtschaft, ist halt so. Und, Familie kann man sich nicht aufhören. Ja, es ist, wie es ist, genau so ist es, ja. Aber ich habe gelernt, ja, auch mit den Härten des Lebens auf humorige Weise umzugehen, ja, das weiß der Herbert von den vielen Briefen, die ich ihm zukommen habe lassen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal was Neues. Und zwar schreibe ich einen Krimi, der aber primär auch wieder lustig ist, nämlich, also ich nenne es jetzt eine Komödie mit Mord. Und wir haben jetzt auch schon, das Buch kommt leider erst in einem Monat ungefähr tatsächlich heraus. Der Titel wird lauten: Der kuriose Tod der Monika L. Und zwar kurios deshalb, weil, jetzt kommen wir bereits zum Buch, das Ganze spielt auf der Kur. Meine Protagonistin, die Rosi Ranseier, ist auf Kur und auf dieser Kur erlebt sie viele Sachen, unter anderem einen Mord. Und wir befinden uns heute am Tag 7 von 22. Kurze Vorgeschichte. Am Tag davor gab es eine furchtbare Streiterei, weil die Chefin des Restaurants gemeint hat, die Kurgäste dürfen nicht mehr im Therapiegewand in den Speisesaal kommen, weil das geziemt sich nicht. Ja? Und da gab es halt ein bisschen Gnatsch, nur damit sie wissen, wenn da entsprechende Sachen kommen. So, ich beginne. Dienstag, Tag 7 von 22. 7.30 Uhr. Die Rosi Ranseier erzählt das in Ich-Form, aber es ist, ja, gut, und somit. Heute habe ich endlich einmal das Frühstück vor der Therapie und ich werde sicherlich nicht nach dem Essen ins Zimmer hinauffetzen, um mich umzuziehen, weshalb ich im Speisesaal mit Therapiegewand erscheine. Das Leiberl bedeckt zwar die Schultern, dafür ist die Hose besonders kurz. Arschknapp fast. Du hast unangemessene Kleidung an, ruft mir eine der gestern aufgebrachten Damen zu. Ich weiß, extra. Extra, super. Sie applaudiert. 8.30 Uhr. Heute gibt es Entspannungstraining. Im Liege. Auf der Matte. Also eigentlich am Boden. Mit dem sibirischen Holzhacker. Machen Sie mit, wo Sie wollen, aber schnarchen Sie nicht. Sonst, ich muss Sie wecken. Das ist mal eine Ansage. Er ist definitiv mein Liebling. So realistisch und doch so einfühlend. Er hat so viel Herz, der sibirische Holzhacker. Wir beginnen damit, die rechte Hand zur Faust zu schließen und dann wieder langsam locker zu lassen. Sie spüren die Entspannung im Daumen, im Zeigefinger, im Mittelfinger, im Ringfinger, im kleinen Finger. Das machen wir dreimal mit der rechten und dann dreimal mit der linken Hand. Ich bemühe mich wirklich, meine Finger ordentlich zu spüren, aber das Einzige, was ich spüre, ist mein Rücken und mein Ischias. Mit Eleganz eines am Hinterteil liegenden Mistkäfers drehe ich mich irgendwie zur Seite, um den Rücken zu entlassen. Der sibirische Holzhacker sieht das und deutet mir, ich solle aufhören. Er ist wirklich der Beste. Ich schleppe mich gekrümmt wie ein Uhackerl aus dem Saal und entdecke draußen eine der gestrigen Aufständischen. Du Rosi, hast kurz Zeit? Ja, sicher, was gibt's? Wir wollen einen Beschwerdebrief verfassen und da haben wir uns gedacht, dass du vielleicht den für uns schreibst. In deiner Ausdrucksweise, verstehst? Lässt du das machen? Worüber wollt ihr euch denn beschweren? Die Gummisauce und die Kleidervorschriften? Ja, genau. Und den tropfenden Wasserhahn. Und die sinnige Rauschbecken. Und den fallenden Putz von den Wänden und so weiter. Kennst du eh aus, oder? Ausgenannt tue ich mich, ja. Ich muss dann leider schon wieder weiter,
Denn erstens muss ich aufs Klo und zweitens habe ich ziemlich gleich Schwellstrom und Diuntophorese. Ich kenne mittlerweile jedes Klo in diesem Haus. Also Damenklo halt. In ein Herrenklo habe ich einmal reingeschaut, weil das Damenklo besetzt war und ich dringend musste. Da stand aber gerade einer am Pissoir und den wollte ich nicht verwirren. Der dreht sich womöglich um vor lauter Schreck und spritzt sich oder noch immer mich an. Und da bin ich nicht reingegangen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die Reinigungsdamen die Klorollen immer falsch aufhängen. Es versteht sich von selbst, dass ich jede Gelegenheit nutze, wenn ich schon am Klo sitze, diesen Irrtum zu korrigieren. Beleuchtungstechnisch sind die Klos hier auch nicht einheitlich gestaltet. Eh wurscht eigentlich, aber wundern braucht sich halt keiner, wenn ich die versammelten Kurkollegen im Wartebereich des Therapietraktes zum Aufschreien bringe, weil sie plötzlich im Dunkeln hocken. Im Keller unten ist der Lichtschalter für den Vorraum zum Klo nämlich drinnen, im Erdgeschoss aber draußen, und zwar genau an der Stelle draußen, wo unten im Therapietrakt der Schalter für den kompletten Gang ist. 12 Uhr. Wir betreten pünktlich den Speisesaal und die ganzen Kellnerinnen stehen im Eingangsbereich herum. Ist es das Abwehrkommando für unangemessen Gekleidete? Kontrollieren die jetzt, wer hier angezogen ist und lassen uns dann nicht rein? Ich bin ja immer noch in meinem Therapiegewand, weil ich nachher gleich wieder in den Therapietrakt zur Strombehandlung muss. Meine Nerven liegen deshalb eh schon blank. Ich versuche beim Hineingehen zu hören, was die Kellnerinnen so miteinander sprechen. Aber offenbar ist die Versammlung schon in Auflösung begriffen. Na passt, haben die sich doch nicht getraut, eine Kontrollschleuse aufzubauen. Ich bin relativ rasch mit dem Essen fertig und bringe die Strombehandlung hinter mich. Mittagstermine gibt es wohl kaum, denn ich bin fast allein. Ist mir nur recht, wenn ich den Strom geschwind hinter mich bringen kann, weil ich möchte schließlich das gute Wetter ausnutzen und mich noch sonnen. Ich gehe hinauf ins Zimmer, damit ich mich ausgiebig mit Sonnenschutz einsprühen kann. Ein Sonnenbrand ist nämlich so ziemlich das Letzte, was ich jetzt brauche. Aha, ich sehe, das Fenster ist immer noch gekippt. Das habe ich wohl irgendwie vergessen, dass ich es ganz aufmache. Na, macht ja nichts, ich kann es ja jetzt nachholen. Jö, schau, da ist sie ja, die Lewinsky. Sie steht unten im Garten. Ich greife nach dem Fenstergriff und ziehe das Fenster auf. Sie steht da bei einem Busch und redet mit ihm. Schon auch komisch, diese Lewinsky. Aber das war sie ja schon am ersten Tag. Andererseits, wer bin ich, dass ich sie verurteilen möchte, weil sie sich mit einem Busch unterhält? Vielleicht ist es ja Teil des neuen Waldbadens, wo man durch den Wald latscht wie eh und je und sich dabei an der Natur erfreut. No, na, wozu gehe ich denn sonst in den Wald, außer ich bin ein Axtmörder, möchte mein Opfer unauffällig vergraben. Okay, E.T. hatte sein Raumschiff auch im Wald, also die Suche nach Aliens ist auch noch eine Option. Und weil dieses Herumlatschen jetzt einen neuen Namen hat, kann man seit kurzem eine Ausbildung zum Kursleiter fürs Waldbaden machen. Damit man den bisherigen Nichtschwimmern, die sich in ihrem unglücklichen Schicksal als harmlose Spaziergänger gar nicht bewusst waren, professionell das neue Becken präsentieren kann. Ob die Lewinsky hier die Waldbade für die Waldmeisterbahn ob die Lewinsky hier für die Waldbademeisterprüfung übt? So, jetzt was. Beugen und Armen gehört ja auch dazu, also ist mit Büschen reden auch nicht so abwegig. Wenn die Lewinsky den Waldbadewaschel gibt, wie ist dann die Rolle des herkömmlichen Försters angelegt? Oder die des Jägers? Pulver und rurale Kampfschwimmer? Na, die freuen sich sicher. Vielleicht aber erzählt sie dem Busch auch nur von der Hundeausstellung. Ist vielleicht der Ludwig im Busch?
wohl nicht auf dieser Höhe, außer er wäre auf einem Ast geklettert, aber er ist ja ein Hund und keine Katze. Sie plappert immer noch auf dem Busch ein, die Lewinsky. Oh, was ist das? Da kommt eine Hand aus dem Busch und streichelt sie an der Wange. Faszinierend. Vielleicht kommt die Hand auch gar nicht aus dem Busch, sondern befindet sich hinter dem Busch, inklusive restlichem menschlichen Körper. Das ist plausibler. Vielleicht aber auch nicht, sondern es hat sich einer der neuen Waldbahnkursleiter bei dem Versuch, mit der Natur besonders nah auf Tuchfühlung zu gehen, in den Busch verheddert, kommt jetzt nicht mehr raus und sie soll ihn retten und herausziehen. Ah, nein, die Hand streichelt jetzt ihre andere Wange. Na, sehr süß. Da kommt eine zweite Hand aus dem Busch und streichelt die Lewinsky am Nacken. Sie schmiegt sich regelrecht in die beiden Hände. Die Wangenstreichlerhand zieht sich langsam zurück und die Lewinsky wirft ihren Kopf genussvoll in den Nacken. Na hallo, was wird denn das? So wie die dreinschaut, war der Name Lewinsky nicht der falscheste. Die Wangenstreichlerhand kommt zurück, aber nicht alleine. Was hat denn die Hand in der Hand? Komisch schaut es aus. Ein Putzschwamm, ein Apfel, eine Orange. Machen die jetzt mit den Früchten auf 9,5 Wochen? Die Wangenstreichlerhand steckt das Ding, was immer das sein mag, der Lewinsky in den Mund. Jösses, die kriegt ganz große Augen. Ich glaube jetzt nicht, dass ihr das zusagt. Aber gut, bei 9,5 Wochen war ja auch so ein Beigeschmack mit von der Partie. Vielleicht steht sie sich auf diese Tour. Vielleicht hat sie auch 50 Shades of Grey gelesen und ist danach abgedriftet. Die Lewinsky drückt den Kopf zurück, aber die Nackenhand verhindert, dass ihr das wirklich gelingt. Ihre Augen werden immer größer, sie fuchtelt mit den Händen. Das schaut mal alles nicht mehr gesund aus. Erst Lewinsky, fuchtel nicht! Greift ihr die Wangenstreichlerhand, die zur Mund zudrückt, handmutiert ist und versucht, sie wegzugeben. Was ist mit dir? Wahrscheinlich steht sie unter Schock, so wie ich, weil ich denke mir das jetzt alles auf und schreie nicht runter. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze schon dauert, aber mir scheint, es nimmt kein gutes Ende. Die Hände von der Lewinsky fuchteln immer langsamer. Jetzt fallen sie sogar langsam runter. Die Hände bewegen sich nimmer. Die großen Augen werden immer kleiner, die Gesichtsfarbe immer blasser und jetzt schaut's aus, als wäre sie eine Marionette, die statt an Fäden nur noch am Hals hängt. Das Kopferl hängt kraftlos zwischen den beiden Händen und der Körper sackt immer mehr in sich zusammen. Ob sie bewusstlos ist, die arme Lewinsky? Die Hände drücken noch einmal ganz fest zu, als ob sie prüfen wollten, ob das Werk eh korrekt erledigt wurde. Dann lassen sie die Lewinsky los und sie sackt leblos in sich zusammen. Bist du deppert, die ist jetzt sicher tot. Was mache ich jetzt? Soll ich runterlaufen und nachschauen? Was aber, wenn die Hände samt dazugehörigen Körper noch da sind? Na sicher nicht. Soll ich die Rezeption informieren? Was soll ich denen sagen? Die glauben wahrscheinlich, ich bin deppert. Ha! Der Dorfgendarm. Ich rufe den Dorfgendarm an. Hoffentlich ist er nicht gerade in einer Therapie oder auf einer Wanderung im Wirtshaus, wieder um die Zeit noch nicht sein. Ich zücke das Handy. Rose? Ich bin erleichtert, er hebt gleich ab. Jo, wer sonst mit dieser Nummer? Was gibt's? Du, ich glaube, die Lewinsky ist tot. Steht das in den Nachrichten? Und warum rufst du mich an? Na, nicht die Lewinsky, unsere Lewinsky. Mir Oma Lewinsky. Wurscht, Franzi, wir haben eine Leiche. Komm geschwind runter zum Hinterausgang. Spinnst jetzt, Rose?
Ging ich so? Na schon. Egal, also zack, zack und flock dazu. Bis gleich. Und wo soll das jetzt alles stattgefunden haben, Rosi? Na hier, genau hier. Ich bin mit dem Franzi beim Busch. Der Busch ist auch da, aber keine Lewinsky oder sonst wer. Bist du sicher? Ich mein, da ist nichts. Ja, ganz sicher. Hast du Mittagsschlaf gemacht und vielleicht Rand? Nein, habe ich nicht. Hast du viel gesoffen gestern? Ich saufe nie und gestern schon gar nicht. Aber wir sind uns einig, dass da kein Lewinsky oder sonst niemand ist, oder? Brauchst nicht blöd Gänsefüßchen in die Luft machen, hörst? Ja, Entschuldigung schon. Die Lewinsky ist die Monika von der Rezeption. Kann sich erinnern, die Kleine, die am Anreisetag Dienst gehabt hat? Ach so, die Kleine. Ja, echte Lewinsky. Na eben, also was ist jetzt? Wo sollen die jetzt sein? Hallo? Ich habe einen Mord beobachtet. Die Lewinsky wurde da erstickt. Jetzt lacht der Deppert, der Dorfschandarm. Da, schau mal! Was, auf was soll ich jetzt genau schauen? Na da! Ich zeige auf das Gras. Da, hier steht kein einziger Grashalm mehr. Und da, ich deute auf den Platz hinter dem Busch, auch nicht. Was sagst du jetzt? Wird heute irgendwer gegangen sein? Herr, ihr schallt einmal dein Hirn ein. Da schaut doch aus, als wenn da wer gestanden wäre und da drüben schaut es aus, als wenn da wer gelegen wäre, die Lewinsky. Ja genau. Ich hole mein Handy aus der Tasche. Ich mach da jetzt Fotos. Oder besser du. Du bist ja der Profi. Wenn du wirklich einen Mord beobachtet hast, warum hast du da nicht gleich fotografiert? Ha? Habe ich gewusst, dass sie ermordet wird? Hat ja ganz harmlos begonnen alles. Mach du Fotos und ich mach auch welche. Doppelt hält besser. Wir umkreisen vorsichtig den Tatort, machen Fotos und dann jeder wieder, der Franzi. Ich suche mir eine Liege und lasse mich sonnen. Vielleicht hat der Dorfschandarm ja recht und ich habe mich wirklich irgendwie vertan. Na, das glaube ich nicht. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Aber warum ist die Lewinsky dann weg? Hat ihr Mörder die Leiche weggeschleift? Das glaube ich nicht, weil ich nämlich extra nach Schleifspuren gesucht habe. Hat er sie weggetragen? Wenn ja, dann müssten doch Spuren im Gras sein. Weil er wäre ja dann viel schwerer gewesen. Oder aber eben auch nicht. Na gut, ein Stückchen hinter dem Busch beginnt der gepflasterte Spazierweg. Da gibt es logischerweise keine Spuren. Und wenn er sie weggetragen hat, ja wohin denn dann? Am besten wird sein, ich denke jetzt nicht darüber nach, sondern lasse alles einmal sicher. 18 Uhr. Beim Abendessen lasse ich mir nichts anmerken. Vielleicht habe ich ja wirklich was falsch gesehen. Sagen tue ich jedenfalls nichts, reicht schon, dass mich der Dorfschandarm für deppert hält. Morgen, dass die anderen nicht auch noch. Für den Kurtrautl gibt es geeignetere Kandidaten als mich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Buch gibt es ja leider noch nicht, erst in ungefähr einem Monat, aber wenn jemand das gerne irgendwie vorbestellen möchte, kann er das gerne bei mir tun. Dankeschön. Und jetzt zur Frau Rossmann, die hat ihre Bücher da.